Hallo und herzlich willkommen bei Koch mit Sultana. Das ist eine pakistanische und indische Küche. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr diesen leckeren Bulgursalat ganz einfach und vor allem schnell zubereiten könnt. Dieser Salat kommt ursprünglich aus der türkischen Küche. Ich habe ihn allerdings etwas abgeändert nach meinem persönlichen Vorlieben. Und ich wünsche euch viel Spaß beim dem Video. Wir benötigen Bulgur. Und beim Kochen von Bulgur benutzt ihr immer doppelt so viel Wasser wie Bulgur. Ich habe hier diesen Bulgur benutzt. Den findet ihr ganz leicht im türkischen Supermarkt, aber auch in größeren Geschäften wie zum Beispiel Rewe. Und ich habe hier einen weder zu feinen noch zu groben Bulgur verwendet. Beim Kochen habe ich hier etwas Salz und Öl dazu gegeben. Wie soll die Konsistenz vom Bulgur nach dem Kochen sein? Also, ihr kocht den Bulgur, so wie ihr Reis kocht. Wenn das Wasser am Ende verdampft ist, sollte der Bulgur weder zu hart noch zu weich sein. Nach dem Kochen habe ich den Bulgur auf einen großen Teller gegeben, damit dieser hier vollständig abkühlen kann. Das ist sehr wichtig, da unser Salat ansonsten nicht gut schmecken wird. Um den Bulgursalat nun mit verschiedenem Obst und Gemüse zu ergänzen, nutze ich persönlich Lauchzwiebeln, Paprika, ich habe leider heute nur eine Farbe zu Hause, scharfe Peperoni, einen Granatapfel, 2 bis 3 Tomaten, etwas Radieschen, eine Gurke und Saft von einer Zitrone sowie frische Pfefferminze und Koriander. Schlussendlich noch eine Zwiebel. Hier ist unser Bulgursalat nun vollständig abgekühlt und die alle Gemüse habe ich vorher gründlich gewaschen und danach abtropfen lassen. Später habe ich die ganze Gemüse sehr fein geschnitten. Alles gebe ich nun zum Bulgur in die Schüssel. Leider hatte ich nicht 3 verschiedene farbige Paprika zur Hand. Falls ihr diese da habt, dann empfehle ich euch, alle 3 in den Salat zu geben. Das sieht farblich sehr schön aus. Die Chilischoten, die ich hier genutzt habe, waren sehr scharf. Deshalb habe ich nur einige Stückchen davon genutzt. Ich persönlich gebe sehr gerne Koriander zu diesem Rezept hinzu. Ursprünglich wird in den Bulgursalat jedoch kein Koriander hinzugegeben, sonst Petersilie. Die Zwiebeln habe ich in Ringe geschnitten und zuvor in etwas Zitronensaft eingelegt, damit der natürliche Gestank der Zwiebeln etwas weniger wird. Heute habe ich die ganze Granatapfel hinzugegeben und ursprünglich wird in diesem Rezept jedoch Granatapfelsirup genutzt. Und Granatapfelsirup sieht sehr, sehr dickflüssig aus. Diesen findet ihr auch im türkischen Supermarkt. Ich persönlich habe dieses Rezept einmal mit frischem Granatapfel zubereitet und das hat mir wesentlich besser gefallen. Ganz zum Schluss gebe ich den Saft einer ganzen Zitrone hinzu. In der türkischen Küche wird in jedem Fall etwas Öl hinzugegeben. Darauf verzichte ich aber. Etwas schwarzen Pfeffer auch hinzugeben. Ich würde euch raten, den Salat erst dann zu salzen und mit Pfeffer zu ergänzen, kurz bevor ihr diesen essen wollt. Ansonsten wird das Gemüse sehr pampig.
Und ganz zum Schluss benutze ich noch etwas türkisches Chili-Pulver. Das soll den Bulgursalat eher noch etwas dekorieren und nicht weiter würzen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ich wünsche euch viel Spaß beim selber zubereiten.